Es gibt überhaupt nichts daran auszusetzen, wenn man selber ein introvertierter Mensch ist, wie vielleicht andere. Aber wenn du dich damit unwohl fühlst und gerne etwas daran ändern willst, dann kann ich dir 3 Tipps geben. Hallo miteinander und willkommen zu einer neuen Folge Klartext. Ich durfte letztens an einem Podium an einer Hochschule teilnehmen, die sehr gut besucht war. Ich war recht deutlich die Jüngste auf dem Podium und die Position, die ich musste oder durfte vertreten, war so das Enfant terrible vom Saal. Der Inhalt ist aber gar nicht so wichtig, sondern eine Begegnung nach dem Podium ist mir geblieben. Eine junge Frau hat mich angesprochen mit Frau Porlitza, dann weisst du, dass du doch nicht mehr so jung bist, und hat mich gefragt, ob ich Tipps hätte, wie dass man das üben kann, so vor Leuten reden. Das Gespräch hat sich dann so ergeben, dass sie gesagt hat, sie sei generell unsicher, auch wenn es um Smalltalk geht, weil sie halt eher introvertiert sei. Top, dass du mich angesprochen hast, weil I feel you, girl. Ich habe auch ganz viele schon die Feedbacks von euch via Instagram bekommen, wo mich das Gleiche bzw. Ähnliches gefragt haben. Wie, dass man weniger so sein kann. Weniger introvertiert und weniger anders am Schluss. Introvertierte kennen die Situation vermutlich zu Genüge. Man ist irgendwo, Leute machen Smalltalk, am Anfang ist man noch dabei. Aber irgendwann findet man die Unterhaltung sinnlos und am Schluss findet man sich auf dem WC wieder oder beim Gedanken, dass man doch lieber daheim geblieben wäre. Ich kenne das Gefühl. Ich bin auch eine introvertierte Person. Auch wenn ganz viele Leute immer wieder sagen, was, du, nein. Und ich dann lächle und meistens denke, ja genau, wegen Leuten wie dir bin ich eigentlich lieber nicht unter Leuten. Introvertiert sein ist überhaupt nichts Schlechtes. Oftmals, wenn man als introvertierte Person mit Extrovertierteren redet, hört man Aussagen wie, ach, ich bin schon ein bisschen introvertiert, ich bin auch gerne allein. Das ist nicht das Gleiche. Wenn jemand gar nie allein sein kann, ist er nicht zwingend extrovertiert, sondern hat vermutlich sonst irgendein Problem. Introvertiert sein heisst ganz einfach gesagt, dass man mehr Energie daraus zieht, wenn man keine oder nur sehr ausgewählte Leute um sich herum hat, wie viele. Extrovertierte geben sehr viel mehr darauf, was andere von ihnen denken, weil sie müssen dazugehören. Weil wer nicht dazugehört, mit dem redet ja auch niemand. Und der lässt auch niemand ein. Man ist also darauf angewiesen, dass Leute einen unterhaltsam finden. Als Introvertierte nicht zwingend. Und das ist ein mega grosses Plus, glaubt mir. In meiner Wohnung ist es herzlich egal, wie ich mich benehme. Entsprechend bin ich da immer willkommen. Der Haus also findet mich ein Zicken. Egal, mein Sofa hat mich trotzdem gern. Und trotzdem haben Introvertierte eher das Gefühl, sie seien anders. Ich bin ziemlich sicher, wenn man Leute fragt, wie das sie Introvertierte würden beschreiben, kommen die Begriffe wie langweilig, schüch, vielleicht nicht besonders sozial, nerd, zurückhaltend, mit einer Brille, einem Bücherwurm. Also eigentlich alles Sachen, die man in der heutigen Gesellschaft nicht als besonders positiv wahrnimmt. Heute müssen alle gut reden können. Am besten vor x Leuten. Man muss lustig sein, man muss hübsch sein, gescheit, sozial, als Mann am besten charmant, als Frau vermutlich ein bisschen geheimnisvoll. Aber scheu und zurückhaltend, das will heute niemand. Dabei ist das eine ziemlich enge Ansicht davon, was es heisst, introvertiert sein. Introvertiert sein heisst nicht, dass man anders oder schlechter ist. Nur wenn man mehr Mühe hat, von sich aus auf andere Leute zuzugehen, heisst das auch nicht, dass man automatisch komisch ist. Das Problem, das viele von uns haben, ist einfach, dass Extrovertierte uns oft das Gefühl geben, dass wir nicht so richtig reinpassen. Komm du doch nicht so, streng ich doch ein bisschen an. Was, du gehst schon heim? Habe ich selber sehr oft auch schon gehört. Höre ich ab und zu immer noch, aber in der Zwischenzeit haben viele, glaube ich, schon so Angst vor meinen Augenbrauen, dass sie es nur noch denken. Es gibt überhaupt nichts daran auszusetzen, wenn man selber ein introvertierter Mensch ist, wie vielleicht andere. Aber wenn du dich damit unwohl fühlst und gerne etwas daran ändern willst, dann kann ich dir 3 Tipps geben. Erstens, definitiv nicht daran denken, dass du anders sein könntest. Oftmals müssen sich stillere Leute von lauteren Leuten sagen lassen, dass sie anders sind. Dabei glaube ich, dass diese Leute damit eigentlich eher ihre eigene Angst zum Ausdruck bringen, nämlich, dass man selber mal zu denen gehören könnte, die anders sind. Anders sein, das braucht viel Mut. Es bedeutet nämlich, dass man sich nicht einfach nur anpasst, sondern dass man einfach nur so ist, wie man ist. Und jeder Mensch ist in irgendetwas anders. Anders sein ist eine Stärke, weil es nämlich heisst, dass man keiner von denen ist, der überall reinpassen muss. Man ist halt einfach so, wie man ist. Und wenn das diesen Leuten nicht passt, ja, dann sucht ein paar andere Kollegen.
Zweitens, üben. Es ist wirklich so, glaub mir, es haben 99% der Leute die gleichen Probleme. Der Unterschied ist, die einen fangen früher an, sich unangenehme Situationen zu stellen wie andere. Wenn du jemand bist, der nicht gerne vor Leuten redet, hast du das vermutlich schon in der Schulzeit vor dir hergeschoben. Und dann ist jedes Mal, wenn man das doch machen muss, plötzlich doppelt so schlimm. Ich rede auch nicht besonders gerne vor vielen Leuten. Ich habe aber einmal, ich glaube sogar, das war letztes Jahr, so ein schlimmes Erlebnis gehabt, dass ich seither jedes Mal denke, Joya, du hast es selbst überlebt, also schlimmer kann es nicht werden. Ich bin eigentlich sehr selten nervös, aber mag mich erinnern, dass ich dort richtig am Rad gedreht habe. Ich bin sogar Mittag in der Apotheke und habe mir Beruhigungströpfchen gegeben. Ich wollte nicht dort hergehen und wollte vorgaukeln, ich sei krank. Ich habe dann gefunden, Joya, du bist nicht krank. Du willst einfach nicht, aber jetzt hast du dir das eingebrockt und jetzt machst du es auch. Ich habe mich einfach nur beschissen gefühlt. Aber es ist vorbeigegangen. Und so ist es mit allem, es geht vorbei. Darum ist es so wichtig, Erfahrungswert zu sammeln. Desto öfter etwas vorbeigegangen ist, desto einfacher ist es, sich nächstes Mal wieder zu sagen, dass es vorbeigeht. Und genauso ist es mit Ängsten, die man überwinden will, wenn man eine stille Person ist. Was in solchen Situationen auch oft hilft, ist ansprechen. Ihr fühlt euch unwohl, dann sagt es. Ich habe auch schon auf dem Podium gesagt, dass ich nervös bin. Das gibt einem eine gewisse Sicherheit. Wenn man sich mal verhaspelt, hat man sich ja vorher schon entschuldigt. Drittens, Smalltalk. Smalltalk ist echt nicht so ein Riesending. Es ist für viele die grösste Hürde, weil es viel mehr gebraucht wird, wie vor vielen Personen reden. Weil meistens im Leben muss man irgendwo networken oder an einem Firmenanlass sich mit Leuten unterhalten. Und dann braucht es halt den Smalltalk. Und lasst euch von mir sagen, jeder Mensch hat keine Lust auf Smalltalk, also versucht es gar nicht erst. Kein Mensch interessiert sich fürs Wetter oder ob du ihre Anliegen schön findest. Mein Tipp, der so gut wie immer funktioniert, etwas Persönliches anfangen reden. Klar, am Anfang braucht es ein bisschen Überwindung und das ist das Gute daran. Das Gespräch reisst viel weniger schnell ab. Und das ist eigentlich das, was einen beim Smalltalk ja unsicher macht. Nicht, was man anfangen soll, reden, das ist meistens kein Problem, sondern die Angst davor, dass man nachher nicht mehr weiss, was reden und es dann einfach unangenehm still ist. Persönlich heisst nicht, dass ihr über eure letzte Therapiesitzung reden müsst. Ich rede zum Beispiel gerne über Ferien. Jetzt fragst du dich vielleicht, will ich mit irgendeiner wichtigen Person wirklich über meine Ferien reden? Aus meiner Sicht ist das die falsche Frage. Sondern du müsstest dich eher fragen, was dein Gegenüber echt mehr interessiert. Dass du ihm in den Arsch rührst oder dass er vielleicht einen coolen Reisetipp mitbekommt. Für mich ist es eine einfache Antwort. Womit wir auch schon beim Schluss sind und beim grössten Plus, den wir Introvertierten haben. Wir müssen niemandem in den Arsch rühren. Und ich persönlich glaube, dass das auch das ist, was einen im Leben wirklich weiterbringt. Mich hat es das zumindest. Wie oft habe ich schon gehört, das kannst du doch nicht sagen oder da darfst du nicht so laut lachen. Warum nicht? Außer ich bin in einer Kirche, sehe ich nicht ein, warum ich irgendjemandem das Gefühl geben müsste, ich sehe eine andere Person, wie das ich bin. Ich muss in nichts reinpassen, außer in meine Jeans. Weil meine paar Freunde haben mich so oder so gern. Und Aperölen, das kann man auch ohne grosse Gesellschaft. Und das ist ungemein entspannend, wenn man sich es mal so überlegt. In dem Sinne wünsche ich euch noch ganz eine gute Woche. Bleibt mutig und ich freue mich auf die nächste Folge. Klar, bis dann.